Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Flaschendreh. Was früher einmal ein Oktober war und wir nun Spätsommer nennen, liegt hinter uns. Das Wetter hat umgeschlagen, so auch die Farbe der Weine. Aus Weiß wird Rot. Wir beschäftigen uns mit der vermutlich interessantesten Sorte Österreichs, dem Blaufränkisch. Interessant deshalb, weil er meiner Meinung nach zumindest die meisten Nuancen, die meiste Sortentypizität, die meiste Ortstypizität in die Flasche bringt, auf den Gaumen, in die Nase bringt. Und weil er uns einfach besser schmeckt als der Zweigelt, der auch in Österreich sehr typisch ist. Amen, Sie hörten die Predigt eines Burgenländers. Um dies abzukürzen, wir widmen uns zwei, nennen wir sie sortentypischen Vertretern, von zwei durchaus bekannten Weingütern. Einmal dem Weingut Ernst Triebaumer und auf der anderen Seite dem Weingut Gernot Heinrich. Was schauen wir uns an genau? Wir schauen uns zwei Blaufränkisch an. Gernot Heinrich Blaufränkisch 2008 ohne Riedenbezeichnung. Gegen oder mit oder in Verbindung mit Blaufränkisch Gmerk von Ernst Triebaumer. Von der Gegend her nicht weit auseinander, Gols und Rust, also in der Früh fahre ich das gern mit dem Rad ab, also nicht so weit auseinander. Schauen wir, ob sie auch im Gaumen ähnlich weit auseinander sind. Mit was fangen wir an? Also da verlasse ich mich auf Burgenländer. Gut. Also, damit man das da draußen auch sieht, wir beginnen mit dem Triebaumer, E.T. E.T. wie viel? E.T. wie viel? Ja, eins bitte rechts, danke. Die Gläser sind, wie Sie sehen, aviniert. Schön. Was ist über Blaufränkisch Ried Gmerk zu sagen? Hat Holz im Ausbau gesehen. Großes Holz. Großes Holz. Ja, ist so ein rund um die 10 Euro Wein, damit man das nur gleich so zur Orientierung hat. Um die 9 Euro. Aha, 9. Also ich denke mal, dass beide ungefähr gleich teuer sind. Mhm. Gut. Wir haben anscheinend entschlossen, dass wir mit dem IT anfangen. Ja. Dann werden wir den Gmerk zuerst nehmen und dann schauen wir mal, was wir uns merken vom Gmerk. Schlechter Wortwitz. Also, Farbtest. Ja. Also, bestanden, das sage ich jetzt einmal ich. Die Schwierigkeit ist... Ich bin gerade voll in den Wein hineingekippt. Deckungsdicht, also nahezu undurchsichtig. Das hat nichts mit der Weinwerdung zu tun, sondern eher mit der Farbe. Ziemlich dunkel. Wird ein bisschen vielleicht daran liegen, dass er noch eher ein Jungspund ist. 2008. Vom Jahrgang beide. Kommt noch Info über den Jahrgang? Ja. Das kann ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin jetzt schon wieder voll beim Wein. Sehr, sehr, sehr würziger Wein. Würziger Blaufränkisch. Mhm, das stimmt. Wobei irgendwas stinkt da. Es ist die Frage, ist es Würze oder auch eine leichte Animalik? Ich würde es nicht... Also im Falstaff würde ich schön Veilchen, oder? Wahrscheinlich. Das Falstaff sagt dann Veilchen, ne? Das sehr nett. Aber in dem Fall, diese Animalik mit Luft harmonisiert sich und es kommen so Brombeeraromen und würzige Brombeeraromen heraus. Ja, also er kann schon auch ein bisschen Weichsel nicht verleugnen, würde ich mal sagen, aber macht ja nichts. Schauen wir mal, was aus diesem Konglomerat an Eindrücken am Gaumen überbleibt. Was sagt man da? Also, ein typischer Blaufränker. Also, Bumsti-Bumsti. Das kann man auf jeden Fall sagen. Sehr frisch. Eine sehr klare Struktur. Das, was er in der Nase gehabt hat, von leicht animalisch, findet er am Gaumen
Finde ich überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also er hat die dunkle Frucht gepaart mit einer recht trinkanimierenden Säure, finde ich. Ja, also. Und ein trinkanimierender, also für diese Preisklasse überhaupt ausgewachsenen Tannin. Ja, also Tannin ja, ausgewachsen für die Preisklasse ja. Trinkanimierend, ja, also ich würde schon sagen, beginnend säurebetont, aber stört nicht. Also ist gut eingebaut. Ja. Ist gut eingebaut. Gefällt mir nicht schlecht. Gefällt mir nicht schlecht. Auch, ich würde sagen, insgesamt geht es gar nicht so schlecht ausgewogen. Erlaube mir allerdings anzumerken, ich würde jetzt aus der Hüfte geschossen, ohne beim Winzer nachgefragt zu haben, empfehlen, diesen Wein noch ein bisschen liegen zu lassen. Das, was man übrigens auf jeden Fall machen kann, ich habe vor kurzem Blaufränkisch gemerkt, 1986 verkostet, ein ausgezeichneter Wein, es muss nicht immer Marienthal sein. Frage an die Kenner und an die Blogger. Warum ist Blaufränkisch Marienthal 86 so ein legendärer Wein? Wir freuen uns nicht nur über richtige, sondern auch über lustige Antworten. Und für alle, die eine richtige und aber lustige Antwort haben, posten, posten, posten. Und die richtigste oder lustigste oder wie auch immer, auf jeden Fall eine Antwort, gewinnt wieder einen ganz, ganz tollen Preis dieses Formates. Okay. Schöner Wein, oder? Schöner Wein, schöner Sortenvertreter, schauen wir den zweiten an. Gernot Heinrich aus Golz, so auch sein Wein, Blaufränkisch 2008, 13% Alkohol. Wir alle kennen Gernot Heinrich von Gabarinza und Salzberg. Salzberg, der Wein, den jeder haben will und keiner bekommt, und dann doch jeder hat. Und jetzt schauen wir mal sozusagen einen seiner kleineren Weine, den Blaufränkisch 2008 an. Sie hören, dass Sie nichts hören. Wir gehen in uns. Da muss man wirklich nachdenken. Ich mache jetzt mal einen Farbtest, dabei denke ich noch nach. Ja, bestanden, wenn auch sehr dunkel. Ist ja auch noch jung. Kann man ihm nicht vorhalten. Was man ihm vielleicht schon ein bisschen vorhalten kann, ist, dass man schon sehr lange nachdenken muss, was man hier riecht. Ja, und man muss auch sehr lange nachdenken, ob man einfach überhaupt was sagen will. Na ja, also so ist es ja nicht. Wir sind ja ein Kommentarformat, also wir sagen jetzt nicht nichts zu diesem Wein. Wir sagen jetzt einmal, Tabak, traue ich mich sagen. Ja, vielleicht sogar irgendwas, also so Zwetschgen. Ja. Also unsere Deutschen sind ja Pflaumen. Pflaumen, ne? Pflaumenwein. Das wäre gut. Ein bisschen Apfelsaft, diesen Wein, warm machen, Chinese und es. Gut, bevor es ausfällig wird. Und weg. Was wir hier haben, ist nicht einmal ein Blender. Der kommt mit einer leichten Frucht und Säure in den Mund und ist dann weg. Man könnte auch sagen, die Befürchtung, die sich nach der Nase aufgebaut hat, bestätigt sich am Gaumen. Vielleicht ist er zu alt. Vielleicht ist der 2000er bereits zu alt. 2008er bereits zu alt. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, man muss jetzt der Fairness halber sagen, also der Fairness dem ersten Contester gegenüber, diese beiden Weine liegen in der komplett gleichen Preisklasse. Das kann man aber miteinander nicht vergleichen. Also, man kann es wahrscheinlich schon, nur wir können es nicht. Ja, ja, genau. Es gibt sicher Liebhaber für diesen Wein. Mhm. In meinem Bekanntenkreis findet sich hoffentlich keiner davon. Mhm. Also, man könnte jetzt abgeleitet von einem der Top-Weine dieses Weingutes sagen, das ist der Gabarinza. Und dieser Blaufränkisch da ist jetzt, Sie verzeihen mir die Analogie, ein bisschen der Andreas Gabalier, der Blaufränker. Ne? Also er begeistert Zehntausende, nur wir zwar verstehen halt nicht ganz warum.
Nichtsdestotrotz, oben offene 100-Punkte-Skala für Wein Nummer 1. Das war der Blaufränkisch Gmärk 08 vom Blaubauer. Ich muss das nochmal kosten, im Vergleich. Genau. Wir kosten noch einmal zurück, um uns auch wirklich sicher zu sein. Stellen fest, zweimal probiert, kein Vergleich. Der Wein hat Struktur. Das ist ein Wein, das andere ist nicht unser Wein. Das andere ist ein Pretender. Würde ich sagen. Ist das nicht der Film von Arnold Schwarzenegger? Nein, der heißt Predator und lassen wir das. Wir einigen uns auf der nach oben offenen 100-Punkte-Skala. Jetzt fangen wir hier an. Gmärk, naja, was sagen wir? 89 ist es wert, sage ich mal. 89, ohne viel Nachdenken. Das geht für 10 Euro in etwa. Ist ein guter Deal. Ich höre. Wenn ich. Wir bewerten den anderen ja nicht. Wir bewerten den anderen nicht, weil sonst hätte er 100 Punkte bekommen. So sage ich 90. 90 mit guter Perspektive in die Zukunft. Ich glaube, der Wein wird noch sehr lange Spaß machen. No, fein. Dann bauen wir drauf, vielleicht bauen auch Sie drauf. Vielleicht sind Sie auch bezüglich des Gernot Heinrich Weines ganz, ganz anderer Meinung als wir. Sagen Sie uns das. Darauf würden wir uns sehr, sehr freuen. Einmal ein kritischer Kommentar wäre auch nichts Schlechtes. Nicht immer nur Lobhudeln. Wir vertragen schon. In diesem Sinne vertragen wir jetzt noch einen Schluck vom ja, IT. Aber da muss ich noch schenken. Vertragen wir noch einen Schluck vom IT. Überbrücken wir die Einschenkpause. Freuen uns auf Ihre Feedbacks und freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. In diesem Sinne. Flaschendreh. Prost.